Zwei Zahlen merken. So, 7, 2, 5. Wunderhübsch. Ist hier jemand? Nö. Heute mal nicht. Ist hier Selbstbedienung. Noch ein Code. Free Stuff. Der macht das auf. 7, 2, 5. Die geht gar nichts. Warum ist der Free Stuff gelockt? Ist das ein Martian Buddy? Yes, ist er. Was machen wir denn da? Gab es denn nicht in den Mails was, wo gesagt wurde, dass das verschlossen ist? Nee. Soll ich die jetzt alle durchschauen? It's a weapon, yes, it is. Okay, das ist alles, das ist okay, ja, sehr gut. Martian Butter, Butter, ne? Genau. Alles klar. Man könnte jetzt im Internet nachschauen, anscheinend, wie der Code dafür ist. Soll ich das mal eben tun? Ich glaube, ich mache das mal eben. Mal gucken, ob ich was finden kann. Na, so das richtige Internet. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe nachgeschaut. Und probieren aus. 0508. Wahnsinn. Hehehehehe. Sehr schön. Also finde ich sehr schön die Idee hier, dass man auch außerhalb des Spiels noch einen Zugangscode finden kann. Und dafür die wohl durchschlagskräftigste Waffe in diesem Spiel finden kann. Und sie trägt einen schönen Namen, den ich nicht verraten werde. Einfach so. Na gut, wir sehen das hier schon, die BFG 9000. 9000 ist schon mal gut und BFG steht für Big Fat Gun. Zu Recht, denn sie ist einfach dick und fett. Und sie macht Karacho, Wumms. Und aua. Und alles auf einmal. Und man muss sogar schauen, dass man sich nicht selber über den Haufen schießt. Nicht das andere. Das kann man auch, aber hier nicht. Wie war der andere Code? Überlegen, überlegen. Ich überlege mal eben in meinem PDA nach. Ja, ist ja gut. Los das mal. Obwohl, steht da noch was? Ja, schön. Power. 463, genau. Wusste ich's doch. Ja, genau. Auf, aber Tür, geh auf. Hier wird auch jemand gegrillt. Aua. Ja, wo einer so einer ist, ist der andere nicht weit, weil der holt die anderen her. So, weiter geht's mit den Delta Labs. Sogar in Level 3 geht's hier auch noch, ja. Sind letztens erst eine Stufe aufgestiegen, haben genug Erfahrung gesammelt, sind jetzt in Level 3 angekommen. Ne? Vielleicht haben sie noch ein paar neue Fähigkeiten bekommen. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden, was Level 3 hier für uns hält. Da unten ist das Betrüger? Ich glaube schon. Und zwei seiner Hundis, seiner Sklaven. Und eine Stimme, die nichts Gutes verspricht. Zum Beispiel so etwas. Na, hat er mich zweimal getroffen. Unfassbar. Zack. Zack. Ach, Kinders. Das kann nicht wahr sein. Immerhin auch mal wieder so ein paar normale Soldatos hier. Immerhin. Macht es zwar nicht einfacher hier, aber immerhin. Die andere Waffe probiere ich erst aus, wenn sich das lohnt. Na, weil da haben wir... Ja. Welche Bridge? Nicht die Brücke kaputt machen. Nicht... Nein, nicht die Brücke. Finde ich nicht gut. Zack, so, wunderbar. Immer die gleiche Zeitschrift. Haben die nur die eine? Wir haben eine Kamera. Access granted.
Oh, wow, wow. Na. Bam. So, wo ist denn jetzt hier der Access geöffnet? Hier? Ja, ist er. Ist die Brücke immer noch nicht kaputt? Man hat das doch befohlen. Hören die nicht auf ihn? Achso. Hallo. Na gut. Die Brücke ist kaputt, alles klar. Die sieht ein bisschen... Ja, doch, würde ich als kaputt bezeichnen. Durchaus. Help me, comes from Klo. Dann möchte ich da ungern helfen. Wir machen es anders. Aua. Was macht der auch? Ist es hier ein Gemeinschaftsklo? Ich meine, da stand da vorne für Männlein und Weiblein dran. Trotzdem nur ein großer Raum hier. Ich weiß nicht, ob das so... Vielleicht haben die hier auf dem Mars ja andere Sitten. Ich weiß es nicht. Hallo. Ja, schön gemacht. Ne, da sieht man ja. Da, beide. Naja, daran will ich mich mal nicht stören hier. Ich muss hier gerade eh nicht. Und Frauen sind hier leider auch keine mehr. Dafür nur irgendwelche Leute, die an... kommen. Nein. Nein. So. Obwohl. War ich noch leben? Oder war das da hinten? Das war da hinten, ne? Das möchte ich gerne mitnehmen. Super. Eieieiei, wo kam der denn her? Habe ich mich auch mal erschrocken hier. Boah, ey. Die Geräusche sind nicht gut. Ja. Ich dachte, der wäre tot. Oder hast du ausgewichen vorher? Den brauche ich gerade nicht. Machen die Serverschränke auch Geräusche hier? Alles macht Geräusche. Selbst der PDA, wenn man ihn aufnimmt. Munition. Ein wunderhübscher Bildschirmschoner. Mit leicht verstecktem Pentagramm. Hier auch. Eieiei. Der Bildschirm ist aber ein bisschen hoch, ne? So für die Unterlage. Ja, ist eh kaputt. Ist gar nicht kaputt. Jetzt kaputt. So, wie ich doch gesagt haben. Hier ist... Der funktioniert. Hat jemand auf den Schoß genommen. Leider ist der Schoß dann beseitigt worden. Da ist ein Storage. Mano. Liegt hier noch was? Da liegt Leben. Ich meine, das ist ja... Wenn der kaputt ist, das ist ja... Hier ist auch zu. Meine Herren. War da hinten eine Tür? Ja, Vase. Wir gucken erstmal den PDA an, um stilecht zu bleiben. Frank Serrano. Der hat bestimmt das Serranfeld erfunden. This is the personal audio log of Dr. Frank Serrano, dated September 19th, 2145. I've been brainstorming on Betruger's thoughts about achieving sustained, uninterrupted transfers for the teleportation units. Currently, our systems can only build enough of a charge to have the portals open for approximately 10 to 15 seconds. It's enough time to get a team through, but not enough time to send in some of the heavier equipment. Engineering in the Inpro facility informed me that we can theoretically boost the active portal time to 45 seconds quite easily. But this will require rerouting power from central processing, and we just can't afford the downtime. The power requirements for the system are astronomical. We're sucking power from three veins in Inpro just to power chamber one. I have no idea how we can sustain transfers for longer than 60 seconds without giving serious thought to reorganizing the teleport power grid. I'll sleep on this. This is Dr. Frank Serrano signing off. Also die können die Portale
nur eine sehr begrenzte Zeit offen halten, dass da Leute durchkommen, aber die ganzen Gerätschaften und sowas, das schaffen die nicht. Oh, hallo, Herr Betrüger. Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Weil Sie so sympathisch sind. Geh kaputt. Hallo. So. Kann man hier rein? Ich hoffe doch. Eine... Oh. Delta Labs Schleuse. Können wir da hoch? Nö. Rein. Zack. So, noch ein PDA, meine Herren. Nehmen wir uns gleich mit, oder? Ne, nehmen wir uns jetzt mit. Ist ja nicht verkehrt. Von Henley. Okay. Dass hier überall diese Codes herumliegen, ist ja auch schlimm. Da weiß man gar nicht, zu welchem Kabinett das gehört. The First Teleport Chamber. Welches meint der jetzt? Hier kann man was klicken. Cycle Chamber. Ja, ist ja gut. Ich komme noch schon. Und wer möchte jetzt sterben? Ach, der. So. Das ging ja fix. So, der auch. Ah, hier ist offen. Hier sind wir noch zu, ne? Ja. Zu Recht. Decontamination process started. Ja, wunderhübsch. Und speichern. Decontamination complete. Have a nice day. Das könnte schwierig werden. Aua. Was sollte das denn? Ich hätte ja auch ausweichen können, also vorher. Nicht als sie mich da festgenagelt hat. Also nicht festgenagelt, sondern, naja, ihr wisst schon. Ach, hier sind die. Was war das? Was war die Nummer? Habe ich mir nicht gemerkt. 836. Wunderhübsch. Ach, herrlich. 836. Ja, herzallerliebst. Das kann man doch immer gebrauchen. Und jetzt mal gucken. Wo geht denn der Porter hin? Ist das hier etwa Harry Potter? So, nein. Da. Hallo. Wie, einer reicht aus? Nee, der andere. Da flog der erst. Wunderhübsch. Mit einer Choreografie aus einer anderen Welt. Du brummst mir zu laut. Hier kann man durch, hoffe ich. Hier kann man... Alles klar, hier brauchen wir einen Bestimmungsort, den wir festlegen sollen. Wo kann man das denn mal tun? Wenn nicht hier. Ah, guten Tag. Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal. Aha. Please select teleport destination. Ja, ist ja gut. Ich wollte erstmal sagen, wir gucken hier mal rein, ob hier was zu holen ist. Toll, immer ein Schuss, ne? Einer fehlt noch. Okay, hier können wir anscheinend nicht ganz so viel holen. Bäh. Sieht schon ungesund aus. Ja, wer macht denn sowas? Ja. Gehen wir halt da lang, was uns als Weg bleibt. Ein Teleporter. Und wir sollen auswählen, wo wir hinwollen. Ich weiß es ja selbst nicht. Okay, also wir sind jetzt gerade hier. Da ist der das Ding. Wir könnten dahin. Ist natürlich recht witzlos, weil wir sind dann immer noch im gleichen Raum. Aber wir können das einfach mal machen, um nochmal geschaut zu haben. Portieren. Zack. Da sind wir auch schon. Ja, eben aber hier, jetzt sind wir da. Ja, andersrum. Nehmen wir halt Pad Nummer 2. Ich vermute mal, das ist einfach mal...
weiter oben.